Das Koblenzer Oberwerth war einst eine Insel. Heute ist das Oberwerth eine Halbinsel im Rhein, aber ursprünglich war das gesamte Oberwerth von allen Seiten mit Wasser umgeben. Und ab und zu auch von oben. Das geht eigentlich schon aus dem Namen hervor, denn Werth bedeutet Insel. Über viele Jahrhunderte gab es hier auf der Insel nur ein Benediktinerinnenkloster, das heißt, außer Gottesdienst und Nonnenrave ging hier nicht allzu viel. Im späten 19. Jahrhundert wurde dann aber die Horsheimer Eisenbahnbrücke gebaut und für den Bau wurde der westliche Rheinarm teilweise aufgeschüttet, um eine Landbrücke für die Eisenbahnlinie zu schaffen. Im Laufe der Zeit wurde die Landbrücke dann immer größer gemacht, sodass heute das gesamte südliche Oberwerth mit dem Land verbunden ist. Nur das nördliche Stück von dem Rheinarm ist noch übrig, mitsamt dem Schwanenteich voller Nutrias und Schiggis. Gerüchte besagen aber, dass vor einigen Jahren, als die TuS mal in die zweite Liga aufgestiegen ist, nachts zu später Stunde Planungen angefertigt wurden, die gesamte Festung Oberwerth mit einem neuen Wassergraben zu umgeben. Aufgrund der sportlichen Entwicklung des Vereins wurden diese Pläne aber vorerst auf Eis gelegt. Aber wer weiß, was die Zukunft noch so bringt. Da macht, gell?